Die Baggerschaufel macht den Weg frei. Im Hintergrund das alte Bett des Mains. Nun ist die Öffnung da. Das Wasser kann nach und nach in das neue, naturnah gestaltete Flussbett strömen. Vor gut einem halben Jahr haben die Arbeiten in der Nähe der Gemeinde Ebing im Landkreis Bamberg begonnen. Das Projekt Mainverlegung, eine Maßnahme, die für die Ausbaustrecke VDE 81 zwischen Nürnberg und Erfurt nötig wurde. Es ist so, dass wir hier drüben mehrere Trassen nebeneinander liegen haben. Und zwar eine Staatsstraße, dann die Ausbaustrecke des ICEs und aber auch die Autobahn. Die bauen ja von 2 auf 4 Spuren aus. Und dafür ist eben einfach Raum notwendig. Und wir müssen dadurch in den Fluss hinein mit unserem Bauwerk. Aus Initiative des Wasserwirtschaftsamtes ist das eigentlich entstanden. Man gesagt hat, wir gehen jetzt hier großflächiger rein. Wir machen aus der Not eine Tugend und werden praktisch eine großflächige Aufweitung und Umverlegung des Mains machen, wo wir neue Struktur reinbringen, neue Biotope anlegen. Und das ist natürlich erstmal ein etwas stärkerer Eingriff, aber am Ende kommt eben auch dann wirklich was Positives für die Natur raus. Und natürlich dem Hochwasserschutz wird dann auch Genüge getan. Der Fluss ist auf einer Länge von rund 1 Kilometer um 170 Meter nach Westen verlegt worden. Dabei werden Inseln und kleine Buchten angelegt. Baumstämme im Fluss, sogenanntes Totholz, soll bald schon Vögel, Fische und Amphibien anlocken. Die Gestaltung eines naturnahen Flussprofils, für die Bauarbeiter mal eine etwas andere Aufgabe. Da geht es nun mal gar nicht geradeaus. Und gar keinen vorgegebenen Radius. Ja. Müssen wir dann halt mal so bauen, wie wir es eigentlich nicht bauen. Und jetzt müssen wir uns halt im Nachgang noch Mühe geben, dass es wirklich schön wird und auch am Landschaftsbauer gefällt und was weiß ich, wem halt. Das ist halt Schwierigkeit. Für die neue Flusslandschaft werden rund 150.000 Kubikmeter Boden ausgehoben und 80.000 Kubikmeter wieder eingebaut. Den Baggerfahrern hilft dabei modernste Technik. Der neue Flussverlauf ist in einem GPS-Modell vorgegeben. Beim Baggern wissen sie immer, wie viel Boden an welcher Stelle noch abgetragen werden muss. Wichtig ist die Kommunikation. Alle Arbeiten finden in ständiger Absprache mit den zuständigen Wasser- und Umweltbehörden statt. Man lernt voneinander. Zum Beispiel, wenn es um totes Holz geht. Man wundert sich. Man denkt, da so ein uralter Baum, der ist spröde, das bricht alles. Oder der ist versteinert schon oder so. So alt ist er ja noch nicht. Also man wundert sich, wie lebendig das Holz eigentlich ist. Das ist ja noch biegsam. Das ist ja noch so, als wäre er gestern umgefallen. So nimmt der neue Flussverlauf nach und nach Konturen an. An den Rändern und auf den Inseln sollen wieder Auwald und Magerwiesen entstehen. Bald werden sich hier Tiere ansiedeln, ist sich Helge Gorg sicher. Also ich denke mal, der Biber wird relativ schnell hier sich wieder einfinden. Wir haben nördlich und südlich schon immer mal Spuren gefunden vom Biber, Fraßspuren sozusagen an Bäumen. Und für den sind gerade diese Altwasserbereiche, die dann drüben bleiben, schön ruhig. Ne? Da kann er sich zurückziehen, kann er seine Biberburg bauen. Die Biber, denke ich mal, werden hier in diesem Altarm, werden die sich dann relativ schnell einfinden. Kürzlich hatte ich auch die Wiesenweihe gesehen, die hier schon im Umfeld unterwegs ist. Und die wird natürlich auch dann hier diese Rückzugsräume dann zum Jagen nutzen oder auch zum Brüten. Ökologie, Hochwasserschutz und Bahnausbau gleichzeitig voranzubringen, war das ehrgeizige Ziel der Mainverlegung. Nun muss sich der Fluss zunächst in sein neues, weiträumigeres Bett eingewöhnen. An der Bahntrasse ist jetzt Platz für 2 neue Gleise beim 4-spurigen Ausbau der Strecke Nürnberg-Ebensfeld.